In der Aufgabe, deren Lösung ich hier kurz erklären möchte, geht es um eine Schaltung, die sieht folgendermaßen aus. Die besteht aus 5 Widerständen. Davon sind 2 Widerstände, der Widerstand R1 und R2, erstmal so in Reihe geschaltet. Und dann gibt es noch 2 weitere Widerstände, die auch jeweils in Reihe geschaltet sind, der Widerstand R3 und der Widerstand R4. Und was diese Schaltung jetzt so ein bisschen fies macht, ist, dass hier in der Mitte noch ein Widerstand ist, der Widerstand R5, der ja eben macht, dass diese Widerstände nicht mehr direkt in Reihe geschaltet sind, weil hier in der Mitte der Widerstand abgeht und der Widerstand R3 und R4 sind auch nicht mehr in Reihe geschaltet, weil der Widerstand R5 in der Mitte dazwischen hängt und der Widerstand R5 macht natürlich auch, dass diese beiden Zweige nicht mehr direkt zueinander parallel sind, weil eben dieser Widerstand hier in der Mitte ist. So, das ist hier eine Spannungsquelle, UQ, und das UQ sind 6 Volt. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass dieser Widerstand hier, der Widerstand R3, der ist verinnerlicht, der ist auch gesucht, der ist auszurechnen. Und zwar für den Fall, dass der Strom, der hier in der Mitte durch diesen Widerstand durchfließt, der Strom I5, der soll 0,2 mA betragen. Und naja, dadurch, dass jetzt ein Strom gegeben ist und ein Widerstand gesucht ist, eignen sich jetzt so die typischen Netzwerkberechnungsverfahren wie Knotenspannungsanalyse, Maschenstromanalyse und so weiter und so fort nicht so wirklich, weil das ja immer andersrum ist. Da sind ja immer die Widerstände alle gegeben und es sind Ströme und Spannungen gesucht. Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich zurückbesinnen und sich überlegen, worauf basieren denn die ganzen Netzwerkberechnungsverfahren wie Zweipoltheorie, Vierpoltheorie, Zweigstromanalyse, Maschenstromanalyse, Knotenspannungsanalyse, Superposition, die basieren auf den UI-Beziehungen, auf den Stromspannungsbeziehungen an den Bauelementen, die an den Bauelementen jeweils ja, Strom und Spannung in Beziehung setzen. Und das sind hier alles Widerstände, also gilt da das ohmsche Gesetz, U ist R mal I oder I ist U durch R. Schreibt das jetzt mal nur allgemein auf, spare mir jetzt erstmal das für jeden Widerstand einzeln hinzuschreiben. Und dann können wir natürlich noch Maschensätze aufschreiben, die jeweils die Spannungen miteinander in Beziehung setzen. Dafür male ich jetzt mal hier Spannungspfeile dran, nenne das U1, in einer anderen Farbe diese Spannung hier U2. Dann geht es hier drüben weiter mit U3 und U4. Und die Spannung in der Mitte schreibe ich wieder in schwarz rein, das ist die Spannung U5. So, und dann können wir ein paar Maschensätze hinschreiben und können uns überlegen, also zum Beispiel vorne diese Masche, dann steht da UQ ist das gleiche wie U1 plus U2. Und das wäre, wenn wir die Masche hier hinten auf diesem Weg folgen, der Masche, dann wäre das UQ genau das gleiche wie U3 plus U4. Wenn wir mal einen Maschensatz für diese kleine Masche hier oben aufschreiben, würde stehen, U1 ist das gleiche wie U3 plus U5. Und wenn wir für diesen Maschensatz, für diese Masche hier unten Maschensatz aufschreiben, würde dort stehen U5 plus U4. Nein, halt U5 plus U2. Ne, auf diesem Weg lang ist das gleiche wie U4. Und genauso könnten wir jetzt noch Knotensätze aufschreiben, die die Ströme miteinander in Beziehung setzen, Strom I1, den Strom I2 und auf der anderen Seite hätten wir eben genauso noch den Strom I3 und den Strom I4, die jetzt alle so eingezeichnet sind, dass die immer in die gleiche Richtung zeigen wie die Spannungen, sodass eben Strom und Spannung an dem Widerstand in die gleiche Richtung zeigen. So. Und an diesem Knoten A würde sich dann ergeben, die Summe der zufließenden Ströme, das wäre I1 plus I5, muss genauso groß sein wie die Summe der abfließenden Ströme, das ist der Strom I2. Und drüben an dem Knoten B ergibt sich eben I3, die Summe der abfließenden Ströme muss genauso groß sein wie die Summe der abfließenden Ströme und das ist I5 plus I4. So, das sind erstmal alle Gleichungen, die man jetzt für diese Schaltung aufstellen kann. Jetzt kann man mal so ein bisschen überlegen, was haben wir denn? Wir kennen diesen Strom I5, das heißt, wir kennen diesen Strom I5 hier unten. Und dann gibt uns diese Gleichung eine Beziehung zwischen I1 und I2. Und die können wir jetzt natürlich, wenn wir das Ohmsche Gesetz hier oben einsetzen, nutzen, um
hier entweder den Strom I1 oder den Strom I2 auszurechnen. Deswegen schreibe ich mal diesen Maschensatz ab. UQ ist gleich und für U1 setze ich jetzt ein, das ist dasselbe wie R1, halt R1 mal I1 und für U2 setze ich ein, das ist das gleiche wie R2 mal I2 und für I2 setze ich jetzt diese Gleichung unten ein, nämlich I1 plus I5. Und rechne das mal ein bisschen aus, dann steht da R1 plus R2 mal I1 und plus R2 mal I5. So, I5 wissen wir, UQ wissen wir auch, die Widerstände wissen wir auch. Wir wissen nämlich, dass R1 600 Ohm groß ist und R2 ist 1200 Ohm groß. Und das heißt, die Gleichung können wir jetzt nach I1 umstellen. Und können sagen, I1 wäre jetzt eben dieser Term auf diese Seite rübergebracht, UQ minus R2 mal I5 geteilt durch die Summe dieser beiden Widerstände, R1 plus R2. Und das Ganze einmal eingesetzt, 6 Volt minus 1200 Ohm mal 0,2 Milliampere. Geteilt durch die Summe der beiden Widerstände, das sind 1800 Ohm. Vielleicht kurze Einheitenbetrachtung. Ohm sind Volt durch Ampere, kürzen sich diese Ampere hier weg. Hier sind Ohm nochmal Volt durch Ampere, kürzen sich die beiden Volts gegen das Volt und ein Ampere aus dem Doppelbruch wandern nach oben. Und dann sind das hier 3,2 Milliampere. Nicht schön, aber selten Milliampere. So, können wir uns vorstellen. Jetzt haben wir den Strom I1. Jetzt können wir den Strom I1 natürlich hier unten einsetzen. I5 dazu. 3,2 Milliampere plus 0,2 Milliampere ergibt 3,4 Milliampere. Und jetzt haben wir die beiden Ströme I1 und I2. Dann können wir natürlich auch die Spannung U1 und U2 ausrechnen. U1 wäre also R1 mal I1 und das ist das gleiche wie 600 Ohm mal 3,2 Milliampere und das ergibt 1,92 Volt. Und die Spannung U2 können wir genauso ausrechnen, R2 mal I2, das sind 1200 Ohm mal 3,4 Milliampere und das sind natürlich dann ungefähr doppelt so viel, ein bisschen mehr, das sind 4,08 Volt. So, jetzt haben wir die Spannung hier und die Spannung hier, können kurz eine Probe machen, wenn man die beiden jetzt zusammenrechnet, kriegt man fast im Kopf hin, dann ergibt das zusammen diese Quellspannung hier von 6 Volt, das passt schon mal ziemlich gut. So, dann kann man jetzt weitermachen und kann zum Beispiel aus dieser Gleichung hier unten das U3 ausrechnen. Wenn wir diese Gleichung mal nach U3 umstellen, weil U5 wissen wir jetzt, oder U5 wissen wir noch nicht so richtig, U5 kann man aber noch ausrechnen. U5 ist R5 mal I5. R5 muss auch noch gegeben sein. Es war gegeben, dass R4 genau das gleiche ist wie 1800 Ohm und R5, das sollten 880 Ohm sein. So, und damit kann man jetzt dann natürlich einsetzen 880 Ohm mal 0,2 Milliampere. Und muss das mal kurz mit dem Taschenrechner ausrechnen. Dann sind das 0,167 Volt. Ja, weil das hier jetzt eben an der Stelle irgendwie ein ziemlich kleiner Strom ist. Also ungefähr das hier durch 5 und dann kommt man da auf diese Millivolts. So, damit können wir jetzt eben trotzdem, wie gesagt, diese Gleichung hier nach U3 umstellen. Dann steht da U3 ist U1 minus U5 und U1,
das steht hier oben, sind 1,92 Volt minus U5, das steht da 0,176 Volt. Und dann ergibt sich für die Spannung U3, dass das 1,744 Volt sind. So, jetzt wissen wir schon die Spannung hier. Wir bräuchten mal noch diesen Strom hier. Und um diesen Strom vernünftig rauszubekommen, naja, könnten wir hier oben noch einen Maschensatz aufstellen, irgendwie mit dem Knotensatz aufstellen, mit dem Gesamtstrom. Ja, wahrscheinlich ist es aber einfacher, einfach hier unten weiterzumachen, also mal noch die Spannung U4 auszurechnen. Das können wir hier machen. U4 ist U5, diese 0,176 Volt plus U2. U2 sind 4,08 Volt. Und das einfach eingesetzt und dann ist die Spannung U4 sind 4,256 Volt. Stimmt das? Ja. Genau. Also, ja, kann man fast im Kopf rechnen, dass das passt. So. Okay, dann haben wir die Spannung hier. Jetzt können wir natürlich dann diesen Strom ausrechnen, den Strom I4. Das mache ich mal hier neben und rechne aus, I4 wäre eben U4 durch R4. Also diese 4,256 Volt eingesetzt durch diesen Widerstand hier, durch die 1800 Ohm und dann kommt für den Strom I4 raus, das muss ich jetzt erstmal ausrechnen, durch 1800, das sind 2,364 Periode 4 Milliampere. So, jetzt ist noch den Strom I4, wir wussten auch schon den Strom I5. Jetzt können wir den Strom I3 ausrechnen an dieser Stelle hier, also die 0,2 mA, die man schon von Anfang an wusste, plus diese 2,364 Periode 4 mA. Das macht dann zusammen 2,564 Periode 4 mA. Und finally kann man damit jetzt, wir wissen den Strom I3, wir wissen die Spannung U3, dann können wir damit jetzt den Widerstand R3 ausrechnen, der gesucht war, aus U3 durch I3. Das einsetzen 1,744 Volt durch diese 2,564 Periode 4 Milliampere, Volt durch Ampere ergibt Ohm. Und wenn man das mit dem Taschenrechner ausrechnet, 1,744 durch 2,564444, dann ergibt das ziemlich genau 680 Ohm. Also da gibt es noch ein paar zerquetschte Nachkommastellen, 0,07, die spare ich mir mal jetzt. Also mit diesem Widerstand R3 von 680 Ohm an dieser Stelle der Schaltung ergibt sich rückwärtig dann der Strom von den 0,2 mA, mit dem wir hier mal am Anfang gestartet sind. Was man jetzt vielleicht als letztes sozusagen noch mal kurz machen kann, wenn wir auf die Spannung U3 und die Spannung U4 schauen. Die Spannung U4 steht hier, die Spannung U3 steht hier drüber. Diese beiden Spannungen zusammen, die sollten natürlich auch wieder 6 Volt ergeben. Kurze Probe im Kopf zeigt, dass es passt. Ja, die Knotensätze könnte man jetzt auch nochmal überprüfen, die haben wir ja aber im Prinzip direkt eingesetzt, da sollte jetzt nicht so viel bei schief gelaufen sein. Das wäre jetzt mal so die Lösung dieser Aufgabe, bei der einem die Stromspannungsbeziehung, die Maschensätze, die Knotensätze und ein bisschen geschicktes ineinander einsetzen helfen. Die klassischen Netzwerkberechnungsverfahren wie Maschenstromanalyse, Knotenspannungsanalyse, Zweigstromanalyse, Zweipoltheorie, Vierpoltheorie oder Superposition jetzt nicht so viel weiterbringen.